Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Montag, der 9. September und ich heiße Juliane Schneider. In diese Woche starten wir mit einem Thema, das uns alle betrifft. Ich vermute mal, Sie haben es schon mindestens einmal erlebt. Sie möchten einen Termin bei Ihrer Hausärztin, einem Dermatologen oder einer Orthopädin vereinbaren. Vielleicht ist es sogar ein sehr dringendes Anliegen und dann müssen Sie Wochen oder sogar Monate auf einen Termin warten. Dieses Problem, das scheint sich aktuell immer weiter zu verschlimmern. Schuld daran ist der Ärztemangel. Zumindest hört man das sehr häufig. Doch tatsächlich steckt vor allem etwas anderes dahinter. Wir schauen uns heute an, welche Ursachen die Versorgungsengpässe wirklich haben und wie die Gesundheitspolitik reagieren kann. Zunächst hören Sie hier jetzt aber die aktuellen Nachrichten an diesem Montagmorgen. Ich bin Johannes Schmidt. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Vor dem morgigen Asylgipfel von Bundesregierung und Opposition wächst der Druck auf Kanzler Scholz. So fordert Bayerns Ministerpräsident Söder eine deutliche Begrenzung der Asylanträge. Im ersten sprach er von einer Zahl deutlich unter 100.000 Anträgen pro Jahr. Aber auch aus den Reihen der Koalition selbst wird der Ruf nach strengeren Regeln lauter. FDP-Chef Lindner sagte, man müsse auch über Zurückweisungen an den Grenzen reden, um den Zustrom nach Deutschland zu bremsen. Der venezuelanische Oppositionspolitiker Edmundo González will seinen politischen Kampf aus dem Exil fortsetzen. Das sagte er in einer Videobotschaft. González hält sich seit dem Wochenende in Madrid auf, nachdem in seiner Heimat Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Hintergrund sind die Präsidentschaftswahlen in Venezuela Ende Juli. Unter anderem die USA und die EU sehen González als rechtmäßigen Wahlsieger. Venezuelas Diktator Maduro will die Macht aber nicht abgeben. Der Deutsche Behindertensportverband ist zufrieden mit dem Abschneiden der deutschen Athletinnen und Athleten bei den Paralympics. Deutschland belegt mit insgesamt 49 Medaillen Platz 11 in der Gesamtwertung. Das sei ein Erfolg, sagte etwa Verbandsvize Quade. Der Abwärtstrend bei den Paraathleten sei nun gestoppt, und zwar mit einem erfreulich breiten Kader. Der Verband will die Ergebnisse nun als Ansporn für die Zukunft nehmen. In Deutschland gibt es so viele Ärztinnen und Ärzte wie noch nie. Daten der Bundesärztekammer zeigen auch, dass Deutschland bei der Pro-Kopf-Versorgung im internationalen Vergleich ziemlich gut abschneidet. Diese Zahlen, die dürften viele Menschen angesichts der langen Wartezeiten auf Haus- oder Facharzttermine überraschen. Und tatsächlich droht in vielen, vor allem ländlichen Regionen, aktuell eine Unterversorgung mit Ärzten und Ärztinnen. Und auch in Großstädten wie Berlin sind nach Angabe der Kassenärztlichen Vereinigung zahlreiche Arztstellen unbesetzt. Wie passt das zusammen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Kaya Klapser. Kaya berichtet bei uns über das Gesundheitsministerium und hat aktuell zum Thema Ärztemangel recherchiert. Hallo Kaya. Hallo. Kaya, Ärztemangel, wie groß ist das Problem? Also einerseits haben wir immer mehr Ärzte in Deutschland, tatsächlich so viele wie noch nie. Aber es gibt zwei Einschränkungen. Erstens, die sind sehr ungleich verteilt. Also wir haben in Städten, in Ballungsgebieten eine extrem hohe Ärztedichte. Die ist auch höher als in den meisten europäischen Ländern. Aber in anderen ländlichen Gebieten vor allem, auch in Gebieten, wo wenige Privatpatienten wohnen, das muss man auch immer hinzufügen, sind es oft auch zu wenige. Das heißt, dort droht auch eine Unterversorgung, dort fehlt es an Ärzten. Und in anderen Regionen wiederum haben wir eine Überversorgung. Das heißt, das ist ein großes Problem. Und ein zweites Problem, das, glaube ich, etwas weniger bekannt ist und mit dem ich mich jetzt viel beschäftigt habe, ist, dass immer mehr Ärzte in Teilzeit arbeiten. Also das ist sozusagen kein Problem in dem Sinne, aber es spiegelt sich eben wieder in der Versorgungsdichte, weil, das kann man sich in den Zahlen genau anschauen, 2009 haben nur 3,8% der Ärzte in Teilzeit gearbeitet und im vergangenen Jahr waren das 35%, also das steigt wirklich rapide. Und das führt eben dazu, dass wir zwar mehr Ärzte haben, aber nicht unbedingt auch mehr Arztstunden. Welche Gründe stecken denn hinter den hohen Teilzeitquoten?
Also die neue Generation der Ärzteschaft will nicht mehr so arbeiten wie ihre Chefs oder wie ihre Oberärzte im Krankenhaus. Das heißt 60, 70, 80 Stunden die Woche, das gesamte Privatleben aufzugeben. Auch oft Männer, die dann von morgens bis abends in der Praxis oder in der Klinik sind und das Ganze, die ganzen Verpflichtungen im Haushalt oder in der Familie an die Frauen abgeben. Dieses Modell ist nicht mehr gefragt. Das heißt, man will eine bessere Work-Life-Balance, man will Zeit haben für seine Familie, auch für die Freizeit. Und das sieht man auch nicht nur bei Frauen. Wir haben, das muss man auch an der Stelle sagen, seit 2022 mehr Ärztinnen als Ärzte, auch erstmals in der Geschichte des Landes. Aber dieser Teilzeittrend ist eben nicht nur bei Frauen zu beobachten, sondern auch zunehmend bei Männern. Also das ist, glaube ich, eine geschlechterübergreifende Entwicklung, dass diese Generation eben sagt, wir wollen anders arbeiten als die Generation vor uns. Und das hat, glaube ich, auch mit der Arbeitsmarktlage zu tun. Also in den 90ern gab es eine sogenannte Ärzteschwemme. Da haben viele junge, ambitionierte Mediziner konkurriert um offene Stellen. Und jetzt ist das deutlich einfacher geworden. Das heißt, ein junger Arzt kann auch erhobenen Hauptes zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich will jetzt lieber 30% arbeiten und muss nicht die Sorge haben, irgendwie seinen Arbeitsplatz zu verlieren, sondern kann dann im Zweifel auch vielleicht woanders hingehen. Das heißt, die Ausgangslage hat sich auch verbessert. Genau, also an sich ist ja diese verbesserte Ausgangslage für die arbeitenden Personen auch gut. Und ich finde es auch absolut nachvollziehbar, dass man nicht 60 bis 80 Stunden die Woche arbeiten möchte und auch mehr Zeit für seine Familie zum Beispiel haben möchte. Was wäre denn hier zum Beispiel ein Lösungsansatz? Wie könnte da die Politik auch rangehen, um das Problem anzugehen? Also ich glaube, generell lässt sich der Trend zur Teilzeit nicht mehr rückgängig machen, was ja auch erstmal, finde ich, nicht unbedingt ein Problem darstellt, weil für Frauen zum Beispiel ist das ja auch die einzige Möglichkeit, oft überhaupt Familie und Beruf miteinander vereinen zu können, indem sie eben Teilzeit arbeiten. Aber was, glaube ich, schon eine Stellschraube wäre, ist, dass die Betreuung von Kindern in Deutschland wirklich im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern noch so ausbaufähig ist. Also wir haben so viele Kitas, die um 13 Uhr schließen. Und wenn da die Mutter oder der Vater bis 17 Uhr in der Praxis oder in der Klinik sind, dann ist das ein Riesenproblem. Und man sieht es auch in den Zahlen, also in Ländern wie Frankreich oder auch in skandinavischen Ländern, ist die Teilzeitquote bei Ärzten geringer und gleichzeitig aber der Ausbau der Kinderversorgung viel flächendeckender. Ja, das Problem besteht ja auch bei vielen anderen Berufen. Aber kommen wir nochmal jetzt zu dem Arztberuf zurück. Du hast noch weitere Veränderungen recherchiert. Und zwar zum Beispiel, dass auch in Großstädten immer mehr junge Ärzte sich lieber anstellen lassen. Also zum Beispiel im Krankenhaus oder in einem MVZ, anstatt selbstständig zum Beispiel eine eigene Hausarztpraxis aufzumachen. Woran liegt das denn? Das ist auch ein interessantes Phänomen, dass eine eigene Praxis zu haben nicht mehr unbedingt der große Traum jedes jungen Arztes ist, wie es vielleicht noch in den 90ern gewesen ist. Das liegt einmal darin, dass eine eigene Praxis natürlich ein hohes ökonomisches Risiko darstellt. Man muss erstmal einen großen Kredit aufnehmen, man muss sich dann den Patientenstamm aufbauen. Das ist ein Risiko, das will nicht jeder eingehen. Dann zweiter Punkt, man arbeitet in der Regel mehr, wenn man selbstständig ist, als wenn man angestellt ist und geregelte Arbeitszeiten hat. Und man muss sich natürlich auch um Dinge kümmern wie Bürokratie, man muss Personal finden, medizinische Fachangestellte, also die Kolleginnen und Kollegen, die vorne an der Theke sitzen, die Termine vereinbaren, die sind auch sehr schwierig zu finden. Also es ist insgesamt sehr viel aufwendiger und für viele eben, die sagen, meine Priorität ist eigentlich meine Familie, am Ende eben nicht mehr lohnenswert. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu möglichen Lösungen für das Problem. Du hast ja gerade schon eine Sache beschrieben, die da relativ wichtig ist, nämlich dass es zum Beispiel nicht genug Kita-Plätze gibt. Was könnte man denn von politischer Seite aus noch tun, um das Problem anzugehen? Es gibt ja immer wieder die Forderung, dass wir mehr Medizinstudienplätze brauchen, bürokratische Hürden für Ärzte aus dem Ausland abzubauen. Was wären denn da Möglichkeiten? Also da hast du auf jeden Fall schon zwei wichtige Punkte genannt. Medizinstudienplätze sind die Grundlage. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auch im vergangenen Jahr 5000 neue Medizinstudienplätze erst in Aussicht gestellt und dann aber vor ein paar Monaten wieder kleinlaut eingeräumt, weil er keine Finanzierung dafür aufbringen konnte. Wobei man auch einschränkend sagen muss, Medizinstudienplätze sind zwar wichtig, aber es gibt keine Steuerung, was studiert wird. Also viele junge Ärzte wollen Fachspezialisten werden, das heißt zum Beispiel Orthopäden oder Kardiologen, und immer weniger wollen Allgemeinmediziner werden, also Hausärzte.
Das heißt, was zum Beispiel unseren Hausärztemangel angeht, aktuell ist jeder vierte Hausarzt über 60, also das ist wirklich mit das gravierendste Problem, werden mehr Studienplätze nicht automatisch helfen. Und der zweite Punkt, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, super wichtig. Also ich glaube, das ist wirklich eine Realität, die wir anerkennen müssen. Ohne Ärzte aus dem Ausland werden wir unsere Gesundheitsversorgung nicht mehr aufrechterhalten können. Also schon jetzt sind 15% aller Ärzte ohne deutschen Pass und das wird auch weiter zunehmen. Und das ist auch notwendig. Und da finde ich es tatsächlich beschämend, wie lange oft topqualifizierte, motivierte junge Ärzte warten, bis ihre Approbation anerkannt wird. Ich habe da auch letztens für die Welt am Sonntag zu recherchiert, speziell zu Ukrainern. Aktuell warten mehr als 1400 ukrainische Ärzte und Ärztinnen auf die Anerkennung ihrer Approbation, hängen da zum Teil monatelang in irgendwelchen Warteschleifen fest. Also ich glaube, wenn wir da schneller werden, unbürokratischer, pragmatischer, ist auf jeden Fall schon viel gewonnen. Liebe Kaya, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Das war Das bringt der Tag an diesem Montag. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns dort eine Bewertung da. Wenn Sie Kritik, Feedback oder Anregungen haben, dann senden Sie uns das gerne an dasbringtdertag@welt.de. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Sie wurden wie immer produziert von Regiocast. Mein Name ist Juliane Schneider und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diese Woche.